Herzlich willkommen zur 300. Folge Almost Daily. Halleluja. 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 Singen wir gerade zur Einstimmung. Können wir, ja. Schön, ja. Wer ist von uns der beste Singer? Sänger? Daniel Budiman. Singer, Sänger? Sicher, wer kann einen Ton halten? Daniel Budiman kann einen Ton halten. Ja. Kannst du? Mach mal. Ich kann einen Ton halten. Da. Das ist kein schöner Ton. Das ist nichts. Nee. Kannst du? Nee, nee, ich auch nicht. Nee. Mir wurde in der Schule immer früher gesagt, im Musikunterricht, dass ich gut singen kann, war wahrscheinlich nur, weil ich so schlecht in allem anderen war. Weil die einfach, dass sie dachten, komm. Die wollten nicht einfach immer singen hören, damit sie das Feature. Ich habe ja nicht gesungen, aber wenn ich gesungen habe, habe ich gelobt. C, D, E, F, G, A, C. Oh, sehr gut. Nee, ich kann das, ich kann nur die Reihenfolge, ich kann sie nicht. Ja, aber C, D, E, F, G, A, H, C. Okay, jetzt werde ich Budi auch mal singen hören. C, D, E, F, G, A, H, C. Okay, fuck, du kannst wirklich ganz gut. Ja, du mal, du hast noch nicht. C, D, E, F, G, A, H, C. Ich habe bei der großen Mixing-Sause, bei der großen Mixing-Sause, ich habe das ja, ich habe da, ich habe hab da von außen betrachtet. Mhm. Ja. Ich seitdem bin ich am Überlegen, was ich denn gesungen hätte. Hätte ich denn teilgenommen? Was hättest du denn? Super schwer. Du hättest Bohemian Rhapsody, Queen. Natürlich, ja, klar. Einfach. Das ist, nee, das muss man. Das während muss man, du Battletoads durchspielen. Genau. Gute Idee. Allein im Koop. Allein im Koop. Mit zwei Joypads. Nee, kein Witz. Seit der großen Mitsingsause habe ich überlegt. Und ab und zu, wenn ich mit dem Auto zur Arbeit fahre, ziehe ich mir auch in eine Karaoke-Version rein, weil dafür muss ich trainieren, damit ich das hinkriege. Weil die scheiß Stimmlage so hoch ist. Aber so habe ich das Vanilla-Eis-Ding habe ich so geübt. Ja. Jetzt nicht wegen Singen, aber wegen dem Text. Habe ich die ganze Zeit im Auto 3 Tage lang wirklich nur das Lied jedes Mal gehört. War es das wert? Alright, stop. Great and listen. Yeah. Ice is back with a brand new invention. Something grabs a hold of me tightly. Flow like a hawk, daily and nightly. Will it ever stop? Yo, I don't know. Turn off the lights and I glow. To the extreme, I rock a mic like a vandal. Light up the stage and box the charm like a candle. Ice, ice, boom, 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 boom. Okay, das ist gut, ein netter Skill, auf jeden Fall. Ja, aber leider schon wieder alles vergessen. Aber ihr kennt mein Gehirn. Und da sind wir eigentlich auch schon beim Stichpunkt. Was denkt ihr, ohne auf den Zettel zu gucken? Mhm. Was denn? Was glaubt ihr denn zum Beispiel, wann die allererste Folge Almost Daily? 27.10.2012. 92 Folgen, was hast du gesagt? Es war die mit Oktober iPhones. 2012. Oktober 2012. Ja, würde ich auch sagen. Ich schließe mich Nils an. Wo steht das denn? Ich glaube, das steht da gar nicht drauf. Ich kenne den Zettel, deswegen kann ich bei dir. Das stimmt nicht ganz, der Nils hat natürlich vorher auf diesen Faktencheck-Zettel geguckt und trotzdem ist falsch gesagt. Was ist, wann ist es denn gewesen? Am 21. September. Ja, ist doch 2012. Aber 2012. Ja. Also fast 5 Jahre. 5 Jahre her. Oh, ich hätte jetzt gedacht, okay, das fing an mit Rocket Beans, also vor 2 Jahren. Nee. Nee. Almost Daily ist das dienstälteste Format. Also eines der ersten, was wir damals gemacht haben, als wir nur groß gedacht haben, dass man auf YouTube Millionär wird. Naja, die Idee war wirklich im Prinzip. Ja, andere schaffen es auch. Naja, aber die Idee war wirklich mit Almost Daily ursprünglich, also ganz ursprünglich sollte es mal eine Late-Night-Show werden, aber wo du das Bild mit dem Hotdog gemacht hast. Ich erinnere mich. Das war sehr lustig. Ich weiß gar nicht, ob ich die URL immer noch habe. Aber jedenfalls, und dann hatten wir uns überlegt, dass halt Almost Daily montags bis Freitag läuft und irgendwie verschiedene Themengebiete hat. Also montags TV und Serien, dienstags Sport, mittwochs. Oh Mann, ja. Klar, und freitags war so Open Mic und mit Gästen. Und so sollte jeden Tag ein Almost Daily sein. Und, seht ihr, ne? Wir halten uns an unsere Versprechen. Ja. Tja. Das war die ursprüngliche Idee. Aber es ist doch viel schöner, was daraus geworden ist irgendwie. Ja, doch schon. Also das ist doch echt abgefahren. 300 ist eine stolze Zahl. Mit Höhen und Tiefen. Almost Daily 100 haben wir ganz groß gefeiert. Almost Daily 200 haben wir live gemacht mit 3,5 Zuschauern, oder? 3,5 Stunden Material. Mhm. Da hat, glaube ich, auch Schröcker seine große Dildo-Parade irgendwie das da war super erklärt. Mhm. Und jetzt Folge 300. Back to the roots. Back to ja, das Lustige ist an der Idee, im Prinzip der Talk über Sport ist Bundesliga, der Talk über Filme ist Kino Plus und Bada Binge.
Also insofern hat sich aus dieser, also die Idee zu talken über die Sachen, die wir gerne mögen, ist. Sagen wir einfach, alle Inhalte haben sich ausgekoppelt. Ja. Das klingt wesentlich positiver, ne? Das klingt besser. Ja, ja, ja. Kommt drauf an. Ja. Wer weiß denn, wie lang die längste Almost Daily Folge ever ging? Ungefähr 3,5 Stunden. Ich glaube, das war Almost Daily 200 live. Ne, 100. Folge 100. Echt, Folge 100? Ja. Dammit. War das von dem roten Molton oder was? War das Folge 100 oder 200? Das war auf jeden Fall auch eine Live-Folge. Das kann sein. Das war auch mit der großen Twitter-Wall, glaube ich. Aber ich bin mir auch nicht mehr. Die wir ausgestellt haben, weil zu viel Pimmel kam. Ne? Da kamen sehr viele. Da kamen richtig viele Pimmel, ey. Ja, wenn ein Pimmel anfängt, müssen die anderen Pimmel nachziehen. Ja. Das ist wie im Eisverkauf im Kino. Sobald ein oder Pimmel die Gangbang anhebt, kommen alle Pimmel. Ja, also es ist aber Pimmel. Oder wie beim Gangbang, ja. Generell auch, finde ich, ein Leitmotiv von Rocket Beans. Also egal, welche Präsentation oder so, wie oft ich teilweise im Hintergrund irgendwo eine Pimmelform entdecke oder irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, jeder, der sich hier kreativ betätigt, versucht irgendwie einen Pimmel reinzuschmuggeln. Ist das kreativ betätigen, irgendwo einen Pimmel reinzuschmuggeln? Naja, jeder, wie er kann. Jedes Kind. Andere machen Pyramiden wie halt Pimmel. Ja. Oh, ja, wahr. Naja, doch. Ja, in älteren Zeiten haben die halt, oder was ich, was. Ach so, meinst du das? Freimaurer oder, ich kenne mich doch in dieser Welt nicht aus. Kenne ich mich doch nicht aus. Ich dachte, du meinst jetzt BTF, weil die packen doch auch gerne irgendwo Pyramidensymbole und so ein Kram. Ach, echt? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, die spielen mit diesem. Ja, die spielen ja mit diesem ganzen Illuminati-Kram. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Lass uns nicht darüber reden. Nö, lass uns nicht darüber reden. Ich wollte eigentlich nur einen kleinen Gag machen. Apropos. Nein, das war ja okay. Ich wollte nur nicht über BTF jetzt reden. Ey, der siehst du schon, direkt ist der erste Pimmel entstanden. Siehst du das? Und der ist inspirieren lassen. Sorry, aber das ist doch kein. Also seht ihr das für mich? Das ist so eindeutig, wenn ich jetzt das ein bisschen. Vor allen Dingen, ihr kennt das ja hier, der Typ, der das Mikrofon trägt. Wenn man das jetzt, wenn man das so nach unten macht, dann könnte es auch ein Typ sein, der extrem schweren, sein schweres Gemächt gerade noch so über dem Boden halten kann. Ja. Schwer. Aber so ist besser. Ich glaube, sowas gedacht. Ja. So eindeutig ein Drache, das sieht man noch. Können wir ihn bitte mal zeigen, das ist einfach wunderschön. So, kannst du da reinhalten, ist leichter zu erkennen. Oder toll. Ja. Also ich sehe den Drachen. Ich würde das gerne haben. Mit sehr, sehr großen, behaarten Vorderbeinen. Ja. Auch möglich. Tatsächlich. Ja. Oder einfach lange nicht die Fußnägel geschnitten. Ey, Almost Daily 300, das ist echt schon ganz schön verrückt. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass wir mehrfach an den Punkt gekommen sind, wo wir einfach alles gesagt haben, wo wir unsere eigenen Geschichten wiederholt haben. Und davon gab es ja eigentlich, bis zu einem gewissen Zeitpunkt gab es ultra viel. Also ich kann mich daran erinnern, dass wir irgendwann einmal alle Geschichten erzählt haben und uns dann angefangen haben, ständig zu wiederholen. Ja, und ich kann mich auch noch an den Punkt erinnern, sehr genau erinnern, als wir alle Geschichten bereits erzählt haben und dann angefangen haben, uns zu wiederholen. Aber das hatten wir doch schon. Also ja, da waren wir, an dem Punkt waren wir ja schon. Ja, ich wollte nur den Punkt nicht offen lassen. Das ist wie New Game Plus, du fängst dann halt nochmal neu an. Es wird ein bisschen schwer. Ja. Findest vor allen Dingen auch, ich finde, wenn man ein Thema hat, was wir vorher noch nicht hatten, also jetzt ein Thema, was neu ist, dann fallen einem auch schon neue Geschichten ein. Aber man muss aufpassen, wenn wir jetzt zum Beispiel über Haustiere reden würden, dann wäre es wieder, würde instant wieder dieselben Geschichten kommen. Ja, ne? Du von deinem Hund, ich von meiner Katze, du von Oi. Aber das fällt den Leuten nur auf, weil es dasselbe Format ist. Wenn wir einfach sagen, wir fangen jetzt von neun an und machen alles nochmal ganz genauso und nennen es einfach anders, zum Beispiel Plus. Bonge war. Und dann würde es ja vielleicht niemandem auffallen. Doch, es fällt den Leuten auf. Das ist eine verdammt gute Idee. Wir haben auch mal ein Almost Daily gehabt, ein legendäres Almost Daily, möchte ich fast sagen. Da haben wir hier gesessen und Spiele für Royal Beef diskutiert. Oh Gott. Erinnert ihr euch daran? Ja, so einig war man so nie. Tatsächlich war das ein Prozess, der helfen sollte für alle zukünftigen Beef-Staffeln. Und wir haben viele Spiele hier diskutiert, die Pros und Cons gegeneinander abgewogen und dann tatsächlich uns auf eine Liste, ich weiß nicht mehr, es waren vielleicht 10 Spiele oder so, geeinigt. Das Lustige ist, dieses Almost Daily existiert nicht. Ja, warum? Es ist einfach nirgendwo mehr zu finden, weil es ja tatsächlich auch hilfreich gewesen wäre, weil keiner von uns sich wahrscheinlich noch an die 10 Spiele erinnert. Aber offensichtlich hatten wir uns darauf geeinigt. Wir hatten uns auf 10 Spiele geeinigt und man hätte ja dann dieses Almost Daily schwarz auf weiß immer wieder zeigen können und sagen können, da hast du zugestimmt. Das war aber ein, ich erinnere mich, dass ich mich nach dem Almost Daily wirklich betrogen gefühlt habe. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und du hast auch noch zugegeben, dass du betrogen hast. Nein. Wie du jetzt die Erinnerung verfälscht und mich auch noch mit reinziehst. Du hast noch mich ausgelacht und wie so mit Bösewicht und Schurkenstimme und hast gesagt, ja. Wie soll das denn funktionieren? Glaubst du mir ernst? Einer glaubt dir, dass du argumentativ gegen mich verloren hättest und ich dadurch dich betrügen könnte? Nee, nicht argumentativ, nur in manipulativ. Hinterlist. Was?
Also, ich erinnere mich natürlich nicht, aber dass du dich angegriffen gefühlt hast, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Mhm. Ob das aber auch einen Anlass dafür gab. Ja. Ey, gab's, ja. Das war das Einzige, Almost Daily, also was durchproduziert ist und was nicht ausgestrahlt wurde, weil es dann weg, weil es dann einfach weg war. Nein, das stimmt. Aber gab es schon mal ein anderes Almost Daily, das wir abgebrochen haben? Wir haben eins abgebrochen, haben uns mega gezofft. Da ging es unter anderem, da haben wir viele Sachen besprochen. Das war, als, da ging es auch noch um Politik. Gerade da, das war die Zeit, als es gerade darum ging, wer macht die Nachfolge von Wetten, dass? Und da haben wir unter anderem darüber über Wetten, dass diskutiert und, und so weiter. Und da haben wir irgendwann im Verlauf dieses Gesprächs haben wir uns mega gezofft. Haben uns richtig gestritten. Ausnahmsweise mal ihr beide und ich nicht. Was? Ich war nicht beteiligt und an diesem Streit. Wir haben uns gezofft? Ja. Uns auf jeden Fall mega gezofft. Und das haben wir dann nicht ausgestrahlt, weil es, glaube ich, auch ein bisschen unangenehm. Das war schon unangenehm. Ja, das war eins von diesen, wo danach die Leute kommen, meinen, ey, wir haben uns entschieden, es lieber nicht auszustrahlen. Wir haben es aus Versehen gelöscht. Ja, wo du dann auch sagst, echt, habt ihr das euch anguckt? Ja, ja, ist schon besser. Und dann glaubst du auch. Ich habe 0,0 Erinnerungen daran. Null. Echt nicht? Nee. Also ich schwöre, ist ja auch nicht schlimm, aber. Ich schwöre wirklich. Das ist ein Schutzmechanismus deines Gehirns. Ich kann mich noch erinnern an das Almost Daily Geld. Und da wart ihr so unangenehm, dass ich echt aufgestanden bin. Und irgendwann, ich habe auf jeden Fall den Booty-Kopf von hinten, habe ich, glaube ich, dir an den Kopf geworfen oder sowas. Das kommt wirklich, was eigentlich eine lustige Waffe. Aber es wurde nicht abgebrochen. Doch, doch, daran erinnere ich mich, dass du nicht mal was geworfen hast. Ja, weil ihr einfach. Ja, aber was ist denn an Almost Daily Geld? Nee, die Art und Weise des Gesprächs, ey. So. Und dann, das ist einfach so unangenehm gewesen. Und, ah, das war so anstrengend. Das war einfach wirklich mega anstrengend. Ich wollte aber wirklich nicht mehr teilnehmen. Aber für dich war anstrengender als war das da, ja, ja. Wo wir mit deinem Booty-Kopf missbraucht hatten? Ja, ja. Da fand es, apropos, der ist da immer noch. Das war sehr lustig. Ja. Der Buddykopf ist immer da. Das war aber eine Phase, wo du den Buddykopf überhaupt nicht lustig fandst. Nee. Da fand ich euch auch nicht lustig. Ja, aber du fandest und die gesamte speziell Situation den Buddykopf nicht lustig. Und du fandest es scheiße, dass wir den Buddykopf thematisiert haben. Und je beschissener du es fandest, desto toller fanden wir es, den Buddykopf zu machen. Ja, exakt. Ja. Und ich glaube aber auch, das sind so Sachen, wo man sich dann so fragt, Der spielt das jetzt, dass der es scheiße findet. Das kann, nee, man, Alter, man das kann, war. Man kann ja nicht ernsthaft den Buddykopf scheiße finden. Ja. Ich fand euch scheiße. Buddykopf war nur Teil einer Möglichkeit, euch auch leicht physisch irgendwie abzufacken, indem ich ihn halt sehr doll werfe. Das war in dem Moment. Aber das war daran. Danach habe ich entschlossen, ich habe keinen Bock mehr auf Almost Dailies. Also das war der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ich will nie wieder ein Almost Daily machen. Da habe ich keine Erinnerung dran, und hier sitze ich. Dass das so schlimm war. Also habe ich wirklich nicht, aber man weiß, ja, man hat oft eine andere, man ist ja selbst oft, also bei Almost Daily, man labert halt und man redet sich dann auch so in so eine Ärger, wo man dich dann ärgert, in so eine Haltung gern rein, weil es manchmal halt Spaß macht und weil man gar nicht weiterdenkt, dass das dich vielleicht auf die Palme bringt. So. Also ich erinnere mich auf jeden Fall, dass du was auf Nils geworfen hast und dass das schon auch, der Wurf war nicht so ein Ei, Spackos, sondern der war, du Wichser. Der sollte wehtun, der Wurf. Das war ein Wurf mit Verletzungsabsicht. Ja, mit Pappmaché halt. Also wäre das Stein, hätte es mehr Spaß gemacht. Aber dann hätte ich auch nicht geworfen. Hätte ich nicht geworfen. Dass ich nicht geworfen hätte. Pappmaché ist in Ordnung. Aber seitdem habe ich, glaube ich, mindestens, das muss irgendwo Almost Daily Folge, was ich, 80 oder sowas gewesen sein. Und jetzt sind wir bei Folge 300. Ich war mindestens bei 4 weiteren Almost Dailies seitdem noch dabei. Also, stimmt, ja, ich erinnere mich an. Ja. Also zumindest an eins. Ja, das ist überhaupt ein interessantes Thema, wer die meisten Almost Dailies gemacht hat. Es gab ja mal auf Bohnenwiki eine Statistik, aber die endet irgendwie bei Folge 100 irgendwas. Also wenn ihr da draußen euch genötigt seht oder einfach auch Bock habt, Alter, diese Statistik mal aufzufüllen. Almost Dailies forsten, ey. Das ist echt interessant zu sehen. Du, dann ich, dicht gefolgt von Nils und dann mit ein bisschen Abschlag. Ja, mit auf jeden Fall Abstand. Ich glaube, es hat sich geändert. Also die ersten 100 Folgen und dann die ersten 200 und die ersten 300, das ändert sich stark. Also ich glaube, bei den letzten 100 war ich nicht mehr so oft dabei. Es hat sich ja generell dann so ein bisschen, am Anfang waren es fast immer nur wir vier. Ja. Und dann kam, obwohl es stimmt nicht, es waren schon bei den ersten, waren auch immer mal Gäste dabei. Ich glaube, Schröckert war schon in Folge 2 oder 3 oder so mit dabei. Irgendwann waren es aber auch mal Folgen, wo wir vier, zum Beispiel auch keiner von uns vieren dabei waren, da gibt es auch einige. Ja, absolut. Also das hat sich einfach so insgesamt ein bisschen gelockert, was halt auch in der Natur der Sache liegt. Zum einen sind hier viele Leute, die viele interessante und lustige Geschichten zu sagen haben. Und zum anderen ist natürlich auch Almost Daily zu einer Zeit entstanden, wo es für uns ja im Prinzip in Anführungsstrichen nur Game One gab. Deshalb haben wir auch den YouTube-Channel gegründet, weil wir gesagt haben, wir wollen noch ein bisschen mehr machen. Und mittlerweile ist aus diesem bisschen mehr geworden. Ne? Und deshalb ist das dann natürlich auch wieder so eine Sache. Plus, wir haben einfach jetzt auch viel mehr Laber
Formate, wie ich es auch vorhin gesagt habe, ne? Wenn du ein einstündiges oder zweistündiges Kinoformat hast, wo du über Filme laberst, das gab es ja zu Game One-Zeiten nicht. Also das heißt, wenn du was gesehen hast oder so, dann konntest du natürlich super viel und super lange bei Almost Daily drüber reden. Aber jetzt, wenn man irgendwie 15 Stunden die Woche moderiert, selbst bei einem Let's Play erzählt man oder vielleicht eine mal Stunde. Irgendeine Story und schwankt aus seinem Leben. Ja, oder eine Stunde. Oder gar keine oder Stunde. So. Ja. Das heißt, es liegt natürlich ein bisschen auch in der Natur der Sache, dass man vielleicht auch irgendwann gar nicht mehr so viel zu sagen hat. Wir haben aber noch ein bisschen was zu sagen. Aber das erfahrt ihr erst nach der Werbung. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück zu Folge 300 von Almost Daily. Nun seit fast 5 Jahren euer Talkformat. Und noch immer haben wir nicht gecheckt, dass man schwarz nicht anziehen sollte. Naja, einige. Ich habe extra so ein grünes Ding angezogen. Ich habe extra eins mit Aufdruck. Fast ein bisschen Tradition, finde ich. Ja. Genau. Und man darf auch nicht vergessen, viele Leute hören ja auch Almost Daily als Podcast. Für die möchte ich an der Stelle auch einfach mal kurz Hallo sagen, meine lieben Podcast-Freunde, die jetzt vielleicht am Steuer sitzen, zur Arbeit fahren oder auch beim Einschlafen hier diesem Gespräch. Aufwachen! Das war klar. Ich fand's lustig. Ja, wenn die am Steuer einschlafen, was dann? Okay. Ja, siehst du? Das ist gefährlich. Das ist gefährlich. Wir haben wir? Ein Almost Daily 84 war das sogar schon. Echt? So früh? Haben wir eine Religion gegründet. Das war schon da? Echt? Diarrhö. Die es sogar in den Merchandise-Shop geschafft hat. Es steht hier, ich lese ein. Also ist ja interessant, dass solche Sachen dann eben kommerzialisiert werden können. Ja, schlimm. Schade, ich finde es schade, dass Religion kommerzialisiert wird. Das, wir waren die Ersten, die das gemacht haben. Ja, also das daran ist die Religion auch gescheitert, aus moralischer Sicht auf jeden Fall. Diarrhö ist eine meiner Lieblingsfolgen. Es macht immer wieder Spaß, Religion zu gründen. Also ich habe im Laufe meines Lebens mehr Religionen gegründet, aber die wenigsten sind richtig erfolgreich gewesen. Und Diarrhö behält sich bis heute. Also es gibt immer wieder Leute, die auch auf dem Sender, im Chat oder so, auch mal wieder sich als Jünger darstellen. So, ich bei der einen, was war das, bei irgendeiner Folge, war die Frage, welche Religion? Das war jetzt Pen and Paper. Was war Pen and Paper? Chat und da gucken die Leute ganz genau hin, ob man auch Diarrhö schreibt. Mhm. Oder irgendwas anderes. Also das finde ich super. Es hat bis heute irgendwie eine kleine Gravitationskraft. Und das Ding ist, Jesus hat ja auch mal klein angefangen. Und wer sagt denn, dass nicht Diarrhö vielleicht in 200-300 Jahren, wenn die Leute das kann ja dann sich ja noch entwickeln. Ja, vor allen Dingen dadurch, dass es ja auf Band aufgezeichnet ist, wenn dann wirklich die Apokalypse kommt, und ich gehe davon aus, dass irgendwann eine KI kommt und uns alle vernichtet, dass dann das, was übrig bleibt, sind vielleicht nur noch Almost Datenträger. Dailies. Almost Dailies. Ja. Und dann werden irgendwie vielleicht irgendeine Alien- Rasse kommen und wird ganz so ein Alien finden und werden dann unsere Gespräche über Diarrhö hören. Und die werden vielleicht wie in wie heißt dieser Film, wo am Ende auch dann die Aliens kommen? Der Röder-Film. Mit dem jungen AI. Heißt der AI? Ja. Wo am Ende, ja, und der Joel Osment. Und Walt Mint. Das ist sehr wichtig, diese Info. Ja. Für den Punkt, den Simon ja. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass diese Aliens dann uns vier rekreieren, all genetical engineering und klonen. Und uns dann Infos an diesen Tisch setzen, wahrscheinlich, weil die auch keine Informationen haben wir dann keine Beine. Sondern die wissen es ja nicht. Wir sind quasi auf den Stuhl, weil die fragen sich auch, ja, was war drunter? Keiner weiß es. Und dann reden wir endlos miteinander und erzählen uns immer dieselben Geschichten. Aber das ist ja. Haben wir dann aber, wenn wir genetically engineered nachgebaut wurden, haben wir dann noch das Wissen von unserem eigentlichen Leben? Nur das Wissen, was wir preisgegeben haben, das ist ja alles, was sie haben, um das zu vervollständigen. Wir haben tatsächlich alles preisgegeben. Ich wollte gerade sagen, nennt mir mal jetzt mal, ohne Flachs, nennt mir mal Leute, zumindest in Deutschland, die seit insgesamt über 15 Jahren jeden Tag mehr oder weniger Geschichten über sich oder aus ihrem Leben erzählen. Das gibt nicht so viele. Und wenn man das alles zusammenfasst und sich die Mühe machen würde, das auszuwerten, was Aliens mit ihrer Alien-Technologie können, dann können die wirklich der Nils hat ja auch nicht so viele Facetten. Du kannst Nils relativ schnell anhand von 2-3 Folgen Almost Daily nachbauen. Ja, ein Proto-Nils kriegst du da auf jeden Fall raus. Proto-Nils kriegst du hin. 20 Varianten hat. Ja, und, du brauchst einfach nur
unfassbar großes Wörterbuch, das Synonyme findet, möglichst sofort. Ja, so ein Wortspiellexikon. So ein Wortspiellexikon. Ja, da muss aber so ein Radar, sein, weil du triffst ja auch jedes Mal, wenn du was sagst. Also das muss man an der Stelle leider auch sagen. Man muss ihn jetzt auch nicht über den Kehle. Ja, außer halt, wenn er was sagt, wir jetzt nicht verstehen und dann nichts sagen dazu. Ist ja auch oft schon zu. Ist schon mal vorgekommen. Das waren halt die Gags, die nicht so gut sind, die wir nicht gerafft haben. Ja, ihr seid ein Publikum. Also ihr seid mein Publikum. Ihr seid mein Publikum. Ob wir wollen oder nicht. Wir wollen oder nicht. Ja. Du machst uns zu deinem Publikum. Ja, das ist, so stelle ich mir die Hölle vor, irgendwie. Das, also dein Publikum sein. Den Rest eures Lebens ein Stand-Up-Programm von mir mit angucken. Oh mein Gott. Also deine Hölle oder unsere Hölle? Beide. Ja. Dann machen wir doch einfach genauso weiter wie halt die letzten 15 Jahre, um auf deine Frage zurückzukommen. Ich glaube, so richtig gibt es die halt auch wirklich nicht. Also seit 15 oder so. Also du seit 15, ich seit 13 oder 17. 14, weiß ich wie lange jetzt. Wir haben ja auch vor allen Dingen immer irgendwie unter der gleichen Prämisse gearbeitet. Irgendwie Kameras an und dann halt drauf los. Also anders als Inszenierungen, auch die haben wir gelernt, nicht zuletzt du durch Azuka oder ich bei Kika, weil das nochmal eine ganz andere TV-Handwerk. Ja klar, da werden die Moderatoren von morgen bei Nachtfalke auch. Kika und so, ja klar, auch. Ich habe so viel gelernt. Ich habe noch nie sowas Dummes gemacht. Also wenn jemand mal Call-In Informationen braucht, kommt dann zu mir. Leute in Badewanne interviewt werden, das wäre super. Das ist der Gag zündet nicht, weil das kennen so wenig Leute. Aber wir kennen ihn. Genug Leute. Kennen ihn. Und der Badewannen-Part, ich dachte, du spielst, du hättest Easy Promi Big Brother nennen können. Da hätte ich ja selber mit. Ja, aber das sind eben auch Erfahrungen, die man sammeln muss. Ja, aber auch wichtige Erfahrungen. Auch gespeicherte Videos, Daten, die halt einfach mal im Äther sind. Also die einfach immer reproduzierbar sind. Also das ist schon absurd. Wobei aus der Giga-Z zum Glück relativ viele Sachen einfach abhanden gekommen sind. Ja, das finde ich eigentlich schade. Das ist gerade die Zeit, von der ich gerne mehr hätte. Aber ich finde, auch von Giga gibt es doch auf YouTube unfassbar viel. Boah, unfassbar. Wenn man überlegt, wie viel da lief, gibt es eigentlich wenig. Weil es gibt wenig volle Folgen, sodass man auch mal nachvollziehen kann. Unfassbar viele. Ja? Meine Mutter hat die damals. Ach so. Hat ja die. Bei dir im Lager. Die ersten. Ich würde sagen, nicht 200, aber die ersten 100 Folgen hat die alle auf VHS aufgenommen. Alter. VHS. Aber dann sind die jetzt inzwischen kaputt. VHS hält 15 Jahre. Ja. Ich wollte mir neulich mal so alte Videoaufnahmen angucken, als ich so Kind war. Ja. Meine ersten Regiewerke und so. Es ist leider so gefühlt, so 75% sind schon weg. Es ist nur so ein einfach da. Apple-Aktien. Echt? Ist das so? Ich muss dringend auch mal meine alten Bänder durchmachen. Also ich habe so viele. Das macht mir gerade ein bisschen Angst, weil ich will die schon lange digitalisieren. Exakt, das habe ich mir auch gedacht, nicht rechtzeitig gemacht. Das sagt man immer. Jetzt kann auch auf Fake News sein. Vielleicht halten die auch 30 Jahre oder vielleicht hängt es auch von der Marke ab, wie lange dann diese VHS-Bänder halten. Aber ich habe es für mich abgespeichert mit 15 Jahren und ich habe früher über einen VHS-Rekorder Pornos über Premiere aufgenommen. Und da habe ich mir, in der Zeit habe ich das herausgefunden, okay, die kann ich 15 Jahre behalten, geil. Also deswegen habe ich 15 Jahre. Das ist wie so ein Ablaufdatum, was halt mal zutrifft, mal nicht, aber so im Schnitt wahrscheinlich. Aber das Gleiche ist ja auch mit Fotos. Man macht ja so viele Fotos, gerade jetzt Kinderfotos und so, ne? Also von seinen Kindern. Die sammeln sich irgendwie. Und ich habe zum Beispiel mir auch vorgenommen, daraus wirklich, man kann ja jetzt heutzutage so Alben im Internet anfertigen lassen, wo du halt Bilder hochlädst, dann kriegst du das Album fertig geschickt. Oder du entwickelst sie einfach irgendwo im Supermarkt, weil was du nicht physisch hast, ich habe immer noch, ihr kennt es bestimmt auch alle, ihr habt alle diese Fotoalben von früher noch mit diesen, Pergamentdingern dazwischen, diese Fotoalben von früher, die haben auch noch die Eltern, da gibt es auch noch Fotos von den Eltern und so. Das gibt es ja fast gar nicht mehr, weil alles digital ist, aber wenn es irgendwann mal gelöscht ist, ist es weg. Das ist dann einfach dann Fujima. Du brauchst es haptisch. Du brauchst es Fujima? Fujima? Fuji Kato, wollte ich sagen. Ja, das stimmt. Es geht wirklich super. Es gibt verschiedene. Ich habe ja auch schon mal sowas gemacht. Das macht auch Spaß. Kann ich so kompositionieren. Komponieren. Aber wenn von oben halt auch immer wieder Neues draufkommt, irgendwann wird man ja auch selektiver. Also ich meine, ey, wir sitzen jetzt hier gerade und machen die 300. Folge Almost Daily. Als wir angefangen damit, hätte niemand von uns gedacht, dass wir jemals dreistellig werden, geschweige denn dreimal dreistellig, also 300. Das ist ja schon absurd. Das heißt, während man eigentlich Sachen für sich abspeichern will, vielleicht dann physisch machen möchte, in Form von Fotos irgendwie, dann trotzdem ballerst du ja immer mehr, du schießt ja mehr Fotos. Und dann musst du selektiver werden, um zu überlegen, welche von diesen Fotos will ich physisch auch wirklich behalten. Na gut, aber dann hast du wenigstens eine Auswahl aus der Epoche, sag ich jetzt mal. Ja, aber also ich hab zum Beispiel am Anfang. Ich meine, du machst super viele Fotos. Nicht mehr. Aber gut, du hast super viele Fotos von deiner Family. Und
weiß ich nicht, als seine Lütten irgendwie eins waren oder als der erste eins war, das ist bald weg, weil das ist, du hast irgendwann 40, 50 Terabyte oder Gigabyte, was auch immer, Fotos. Und das sind so viele und du wirst niemals, ich gebe dir Brief und Siegel, du wirst dich nicht hinsetzen und 80.000 Fotos durchklicken. Mhm. Und ohne Scheiß, wir haben, genau wie du sagst, wir haben Alter. Im Überfluss, wir haben zu viele davon. Ja, stell dir mal vor, du musst eine Selektion treffen und die musst du rausholen aus, wie so ein Rettungsboot aus der Flut an Flüchtlingen sozusagen. Das sind Fotoflüchtlinge und du holst die so raus, die rettest du. Die anderen saufen wahrscheinlich ab. Es ist die Wahrheit. Es ist die Wahrheit. Was Fotos angeht, ja. Wollen wir nicht einfach mal wirklich jeder von uns aus der Zeit einfach ein Fotoalbum machen? Also ernsthaft jetzt? Ja, aus welcher Zeit? Ja, aus 2000, 2002, 2004, so aus der ja, Zeit. Aber das ist ja gerade meine Rede, dann gibt es ja nicht mehr so viel. Simon sagt ja, von Giga Games gibt es nicht mehr so viel, das ist irgendwann weg. Ja, ich habe zum Beispiel so viel Kram aus unserer frühen Game-One-Zeit, so viele Sachen, die wir da uns aufheben wollen, so viele Drehs, alles auf Platten gehabt und ich habe die ja vor kurzem alle Platten digitalisiert, auf eine neue Platte übertragen, was ein unglaublicher Akt war, weil die teilweise überhaupt nicht mehr funktioniert haben und. Endergebnis von den Platten ist irgendwie 80% funktionierten noch und ich habe Daten retten können, aber gerade die älteren, gerade die, wo man sagt, da ist es eigentlich am wichtigsten, die gehen dann nicht mehr. Und ich hadere die ganze Zeit schon, was ist da wohl drauf gewesen, was war das, wie viele geile Bilder, welche Videoaufnahmen oder so. Vielleicht euer geheimes Schnittprojekt für mich, das ihr mir irgendwann mal schenkt. Oh. Ach, zum Geburtstag, Alter. Das haben wir echt. Wollen wir dir jetzt zu Ehren? Nein. Ich hab das noch auf Mini-CD. Ihr könnt eines Tages, und ich werde 100 pro vor euch sterben, noch. An meinen Grab gehen und dann so eine CD oder was auch immer, ein Hologrammstick oder so, dann auf das Grab und sagen, jetzt ist es fertig. Das ist zumindest eine geile Idee. Die Geschichte können wir erzählen. Grabsteine, die eine Schnittstelle haben für Hologramme, wo du dann quasi holographisch animierte Grabsteine von den Leuten, die da tot liegen. Bohemian Browser Battle hat einen super lustigen Spot gemacht, schon vor ein paar Wochen irgendwie mit also Hologramm war eine Zusatz-App, also eine Zusatzleistung der App, aber die haben genau das verarscht, war sehr lustig. Wofür ich nur erzählen. Ja. Wir müssen vielleicht das Video, weil haben wir das schon mal im Almost Daily erzählt, was diese ominöse Video ist? Nö, wir haben es ihm auch nicht erzählt. Nee, also ihr habt mir erzählt, dass ihr plant, mir ein Video zu schenken. Oh, ah, du kennst den Inhalt immer noch nicht? Ja, natürlich nicht. Ah, das ist lustig, ey. Soll ich es erzählen oder wollen wir es? Ja. Ist eigentlich lustiger, wenn wir es dir nie erzählen. Aber ich habe schon wieder vergessen, dass es überhaupt so ein Geheimnis gab. Das Ding ist, das ist so lange her. Aufnahmen doch das Einzige, was ich weiß, ist, dass es dieses Video geben soll, aber ich weiß überhaupt nicht mehr, in welchem Kontext es war. Es war im Kontext der Giga Games Roadshow, wo wir alle waren, weil wir sehr coole Moderatoren waren. Einer war offensichtlich nicht gut genug. So cool. Nicht ganz so beliebt. Und der durfte da nicht mit, ja, hat sich nicht beim Chef nicht so eingeschleimt wie manch anderer vielleicht. Und hat nicht jeder einen Pappaufsteller gekriegt, habe ich gehört. Es war nicht mal Papp, es war so. Und eine Beratung für die Frisur. Ja, wollte ich gerade sagen, und eine neue Frisur und neue Klamotten, die du nach einem Monat nie wieder anziehst. Wollen wir es erzählen oder nicht? Okay. Also, ich meine, wenn das Einzige, was daraus wird, jemals, ist, dass wir die Geschichte jetzt hier erzählen, dann ist immer noch mehr draus geworden als bislang. Na, noch habe ich das Material. Ich schwöre dir, ich habe dich im Laufe der Ehre 10-mal gefragt, an unterschiedlichen Stellen des Kalenders. Ich habe dir es auch schon mitgegeben, du hast es dann liegen gelassen. Nee. Doch. Ich gebe dir es heute. Ich kann es dir jetzt geben. Ja, gut, damals hatte ich ja auch noch zu Hause einen Rechner, wo ich schneiden konnte und so. Ich kann mich original in deiner alten Butze kann ich nicht an Streit erinnern. Na? Also das war schon Hamburg und da haben wir uns irgendwie deswegen gezofft. Das kann ich mir nicht vorstellen. Da warst jedes du nicht dabei. Ehren haben wir uns gezofft. Da haben wir uns darüber gezofft, weil dann ging es halt darum, so, ja, wer macht's denn jetzt endlich fertig, ey? Okay, fuck it. Komm, wir erzählen es jetzt, oder? aber sowas kannst du nicht erzählen. Also, nee, das kann man nicht. Aber jetzt, das Problem ist, da ich ja nicht weiß, worum es geht, ist es. Die Zuschauer auch nicht. Vielleicht ist es ja peinlich für mich. Nö. Nein, das ist. Hä? Also, reden wir von dem gleichen Video? Oder? Ja. Jetzt bin ich jetzt ein bisschen verunsichert, ey. Nee, komm, das zu erzählen ist. Wir könnten es aber auch fertig machen. Das können wir machen. Nein, ich mach's nicht fertig. Ich gebe es einem Cutter von uns, ich digitalisiere es für den, der kann das dann schneiden für NDA. Und dann guckst du es dir an in NDA. Oder so. Das ist und dann haben wir wenigstens noch was rausgeholt. Ring oder so, wenn man es guckt, das machen wir so. Wir machen das ja? so. Okay, wir machen das so. Olli oder so. Ja. Und dann, wir müssen aber dringend noch drüber gucken. Das war auch nicht zur Ausstrahlung gedacht, ne? Nee, das also, war's nicht. Das sollte man vielleicht noch mal drüber gucken. Ja. Aber ich glaube, es geht. Also ich kann es ja zeitlich. Ich glaube nicht! Wenn es die Roadshow war, dann kann ich es ja zumindest zeitlich ein bisschen
einsortiert. Ja, wir haben mehrere Roadshows gemacht. 2004, 2005? Ja. 2000. Also, es war die, wo du nicht dabei warst. 2005. Oder war es vielleicht noch später? Nee, 2005. Nö, kommt schon hin. 2006. Kommt hin, 2005. Würde ich auch sagen. 2004 habe ich angefangen und er, glaube ich, und dann. Ey, was ist denn der weg. Er tritt so? Du brauchst mich nicht zurück. Er ist hier derjenige, der keine Bodentoleranz hat. Das hat mir mein Herz ein bisschen gebrochen. Und dann nochmal die Gamescom, wo ich auch nicht mit durfte. Wo ich dann aber einfach nachgereist bin. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Das war noch in Leipzig, glaube ich. Und dann bin ich einfach auf private Kosten gekommen und habe dann bei einem von euch gepennt. Das war das, wo ich mich so erschreckt habe, als ich aus dem Zimmer gekommen bin und rückwärts aufs Bett gefallen bin. Das war sehr lustig. Das war doch schon Game One, war das doch, oder nicht? Das stimmt, das war schon Game One. Das war Game One. Diese Aktion, das war in Köln. War das und nicht in Leipzig. Okay, dann verwechsel ich. Also ich bin auf eine Gamescom, bin ich nachgereist, weil ich offiziell nicht, das war glaube ich zu dem Zeitpunkt, wo ich schon nur noch 2 Tage die Woche bei Giga war, weil ich nochmal ein Studium angefangen habe und deshalb auch nicht mit zur Gamescom durfte. Und dann habe ich gesagt, fuck it, keine Gamescom ohne mich, da will ich dabei sein. Und dann bin ich nachgereist und habe bei einem von euch im Zimmer gepennt dann. Und das hat den Chef damals auch nicht, auch bei mir, hat den Chef, der das damals zu verantworten hatte, auch nicht gefreut. Ja, weil der fand das nicht cool, kann man ja auch mal sagen, dass wir vier eben so eine enge Bindung hatten tatsächlich, weil er uns vorgeworfen hätte, dass das zu Problemen in der Gemeinschaft führt, des Giga-Kosmos, weil wir uns eben unsere eigene Enklave schaffen und die anderen eben draußen halten. So hat er das zumindest hier und da mal formuliert. Wo ich halt gerade jetzt hier bei Rocket Beans sieht man ja eigentlich, dass es Quatsch ist, diese ganze Äußerung und die Idee dahinter. Mhm. Findest du nicht? Naja, also ich finde, dass die Tatsache, allein die Tatsache, dass wir so drauf waren und immer noch sind, hat ja dazu geführt überhaupt erst, dass hier Rocket Beans entstanden ist. Also wenn wir auf unseren damaligen Chef gehört hätten, wären wir Ego-Monster, Moderationsbestien. Nein, das stimmt auch nicht, allein weil er ja eigentlich immer versucht hat, einen Keil zwischen uns zu treiben. Und ja, aber genau mit der Begründung. Genau mit dieser Begründung. Er hat ja immer versucht, irgendwie ich weiß, es gab so viele Situationen, wo er zu einem gekommen ist, in dem irgendwas versprochen hat. Und dann, und wir haben halt immer offen drüber gesprochen. Genau, und eine Stunde später. Hat er euch auch angerufen? Gesagt, mir hat er das auch angeboten. Mir hat das auch angeboten. Und er hat so versucht. Und die Reihenfolge, in der er dann immer das angeboten hat. Ja. Wenn man so wusste, okay, man war nur der Dritte, dann war das schon wieder so ein Diss. Ne? Ja, ja, klar. Dann direkt so warum war nur der Dritte? Da gab es so viele durchtriebene Sachen. Und das waren die Sachen, die letztendlich der Struktur geschert. Schade aber nicht, dass wir vier uns gut verstanden haben. Nee, überhaupt nicht. Da waren ja auch da war ja auch noch ein Papst dabei und ein AD. Und da war, also das war ja nicht so, dass wir immer so ins Huddle gegangen sind und gesagt haben, geht mal weg, sondern das war ja ein viel größerer. Das hat er aber nicht gecheckt. So. Also das war ja auch Quatsch. Das hat er nicht ganz gecheckt. Muss man an der Stelle sagen. Und Felix und so, das war ja alles nicht so. Naja. Also der war ja auch cool und alles, also das stimmt ja alles nicht. Nö, Fernsehmacher-Kram halt, ne, irgendwie Branding, der ganze Scheiß halt, also das hat er dann versucht, da reinzusetzen, die ganze Veränderung und jetzt im Nachgang mit diesem ganzen Wechsel und Astra und Giga geht den Bach runter und nur Games war so stark und so performant, dass die wiederum irgendwie dann auch weiter gefördert wurden. Mhm. Also ich glaube, zu dem damaligen Zeitpunkt, inzwischen kann man das alles ganz gut, also ich kann das auf jeden Fall sehr, sehr gut nachvollziehen von dieser ganzen Zahlen-Stress-Seite, was aber mitnichten bedeuten soll, dass ich das gut heiße, was er damals gemacht hat, weil das war total unnötig. Das hat ja auch nichts gemacht. Das war mega unnötig, irgendwie da so einen emotionalen Stress da reinzubringen, also wirklich jetzt, das war richtig. Aber das ist jetzt sehr tief und sehr weit in der Vergangenheit. Aber auf der anderen Seite ist das Almost Daily, weil in Almost Daily, da reden wir halt. Aber was ich halt interessant finde, ich habe da noch nicht mal gesagt, wir haben da auch schon oft drüber gesprochen, aber ich meine, Giga und Giga Games gab es ja, bevor es YouTube gab, bevor es Facebook gab, bevor es iPhones gab und so weiter. Und wenn man sich mal überlegt, dass das, irgendjemand hat mich neulich drauf angesprochen, das war der Vater von einem Kind, mit dem mein Sohn in der Kita ist. Und er war auf dem Geburtstag und dann hat er so gemeint, Giga früher geguckt, das hätte jeder in seinem Alter, und der ist jetzt 35 oder so, also war vor 15 Jahren 20 halt, ja. 20, 18, 20 irgendwie so, und hat gemeint, jeder seiner Freunde, jeder hätte das geguckt. Und dann habe ich gesagt, komisch, weil damals hat sich das nicht so angefühlt. Ne? Nee, überhaupt man nicht. Man hat sich sehr klein gefühlt eher und dann ging es ja auch vor die Hunde. Und wenn man sich überlegt, wie viele Leute, und das war vor dem Big Boom mit Internet und allem, was die daraus hätten machen können. Ja. Die hätten YouTube sein können. Die hätten alles Facebook sein können. Die hätten
Alleine wenn die nur VODs gemacht hätten, ja, oder so. Aber das war wie, ach, das war einfach dumm. Und die haben wirklich, man hat das Gefühl, die haben die Idee gesagt, okay, wir lassen es, das ist hier, wir setzen hier aufs falsche Pferd. Und zwei Wochen später kamen YouTube und Facebook. Also es ist eigentlich eine unglaubliche Geschichte, aber eigentlich auch krass, wenn man mal so überlegt, so ein Olli Weiberg und so, die sich das damals ausgedacht haben, 1998 ging Giga an den Start. Ist schon ganz schön eine krasse, gute Idee gewesen. Oder was heißt, vielleicht Jahre vor seiner Zeit. Aber ja, das ist immer das Problem mit Pioniersarbeit, dass du oft vor deiner Zeit bist und vielleicht eingehst, bevor dieser Break-Even-Punkt erreicht ist, wo du durch die Decke gehst. Ja, aber sie haben die Idee halt nicht konsequent zu Ende gedacht. Ja, das ist das Traurige, weil die haben ja damals, hat Giga eine riesige Community gehabt. Und heute ist es so, dass Facebook ist ja im Prinzip nur die Community, die Vermarktung, die Daten und so weiter, woraus sich der ganze Scheiß finanziert. Damals Giga war ja in erster Linie ein Fernsehsender. Aber die hatten halt dieses riesige Forum, diese riesige Community, alles mit registrierten Nutzern, irgendwie bei denen auf der Webseite. Und das war aber eigentlich nur so ein Beiprodukt zur Sendung. Also die Community auf Giga hat sich teilweise eher als Web-Community auch verstanden. Da gab es auch viele, die die Sendung nicht geguckt haben oder so. Aber viele wurden ja eben auch rund ums Fernsehen organisiert und immer wieder angesprochen. Und wenn du damals halt das einfach nur weiterentwickelt hättest, hättest du angefangen, das Profil ein bisschen auszubauen, hättest du irgendwie Messages angeführt, dann hättest du dich peu à peu so in Richtung Facebook entwickelt. Ja, ja. Dadurch, dass die Community ja schon da war, das ist so schade, dass sie das so verbluten lassen haben. Ja, aber auch die Ideen gab es ja alle schon. Also das ist das Absurde daran. Ja, aber die haben halt nicht investiert. Genau, es wurde im Hintergrund auch schon daran gewerkelt, aber die Gesellschaftsform dahinter, also die Rheinische Post war da mit drin, die ist dann rausgegangen und die DFA und all das, die haben halt einfach nicht an diese Schlagkraft halt geglaubt. Und ich glaube, gegen Ende war es auch wirklich das Problem von Giga, die haben keine Werbung gekriegt. Also das klassische Geschäftsmodell hinter Fernsehsendern zu dem damaligen Zeitpunkt. Als Fernsehsender hat es nicht funktioniert. Genau, hat nicht funktioniert. Und damals gab es noch keine Werbung im Internet. Damals gab es diese ganzen Währungen. Außer Bannerwerbung. Oder so. Ja, es stimmt schon, nur trotzdem, die hätten, wie du gesagt hast, also ich denke mir immer, in meinem Kopf denke ich immer, okay, wenn die angefangen hätten, die haben ja auf E-Mails gesetzt und auf Comments, ja, wenn die das weiter ausgebaut hätten, dann wären sie irgendwann bei sowas wie Twitter oder Facebook gelandet, bei Profilen, bei Statusberichten, bei allem. Und gleichzeitig, wenn sie die Videos, die haben ja live gestreamt, das muss man sich ja auch mal vorstellen, die haben zu einer Zeit, haben die Sendungen live gestreamt, wo fast nirgendwo die Bandbreite überhaupt bestanden hat, um das in einer guten Qualität zu gucken. Und hätten die das als VOD angeboten, immer und immer mehr, hätten die langfristig, wären die eine Megamacht geworden. Heute ist es halt nur noch die Marke. Aber damals, Mann, hätten die einfach nur durchgehalten. Ein gutes Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr euch noch dran erinnert, den LAN-Plan. Den haben wir ja immer beworben. Das war quasi Web 2.0-Feature. Du konntest, ich weiß gar nicht, ob das damals über ein Eingabeding auf der Website ging oder ob man noch eine E-Mail geschickt hat. Aber wir waren eine der ersten Webseiten, die LAN-Party-Termine. Du konntest dann irgendwann auch sortieren, wo ist eine LAN-Party in deiner Nähe, wie viele Leute konntest dann auf die Seite und so. Und es ging ja mega ab. Das war ja eines der erfolgreichsten Features, die Seite gemacht haben. Ganz einfach, weil es nichts anderes und nichts Vergleichbares gab. Das war vor Web 2.0, wo es irgendwie 8 Millionen Seiten gibt, wo du irgendwas machen kannst. Und das ist ja genau dieses ganze Ding, dass es so viele, Hubs innerhalb von Giga gab. Und mittlerweile ist halt alles es gab keine Konkurrenz im Prinzip damals für Giga. Du hättest alles machen können. Weil es eben nichts Vergleichbares gab und schon gar nicht mit einem fucking Fernsehsender, der im Kabelfernsehen lief. Also wir sprechen nicht von irgendwie Astra Digital Antennen oder so, sondern wirklich Pro7, Sat1, ZAP, NBC Europe. Ja, ist komisch. Ich habe manchmal das Gefühl, obwohl die so viele Klicks hatten und eigentlich auch die Internetabteilung von Giga immer total begeistert war von all dem, was sie da machen, siehe LAN-Plan und so, oder Klickwiesen, die mega abgehen und so, haben die sich immer mehr als Fernsehsender gesehen und diese Digitalisierung war mehr Sendergesicht, Mittel zum Zweck, um als digitaler Sender zu gelten. Aber das war wie so zwei Herzen in derselben Brust. Das hat irgendwie nicht. Die hätten einfach nur sich mal darauf einigen sollen, dass das Internet quasi ihr Medium ist und dann hätten die das gerockt wie kein anderer. Ja, aber das war die Zeit, du musst ja auch Geld verdienen und zu der Zeit gab es eben, haben wir eben auch schon gesagt, so, wenn du vorweisen kannst, du hast jetzt 1 Million aktiver Nutzer, dann konntest du die damals nicht so gut monetarisieren, wie das heute der Fall ist, weil die Werbeindustrie mittlerweile darauf spezialisiert ist, diese Leute auch gezielt anzusprechen, wenn du die Daten hast. Du kannst damit ja dann ja viel, viel mehr Geld dann auch verdienen. Dann hattest du zu der Zeit noch eine Sendelizenz. Das war richtig, richtig teuer. Das ist immer noch teuer fürs Kabelnetz. Das meine ich. Das war generell ein Riesenkosten. Du hattest eben gar nicht die Möglichkeit, for free
im Internet zu streamen, sondern du musstest irgendwie, ich glaube, es war bestimmt eine Million oder was. Also es war richtig teuer, diese dumme Lizenz. Ich kenne die Summe nicht, ja, ich weiß nur, dass es sehr, sehr viel war und dass man erstmal so viel Geld verdienen musste, um alleine die Antrittsgebühr sozusagen im Kabel zahlen zu können. Es war generell ein Riesenkostenapparat. Ja. Also wenn man mal guckt, wir werden ja oft auch, oder wir vergleichen uns auch oft mit der Giga-Idee hier, was wir mit Rocket Beans TV haben, und wenn man allein das Equipment vergleicht, ja, hier unsere Stative sind immer noch irgendwelche Billigstative. Ja, verglichen. Ja, bei Giga gab es die dicken Pumpen. Ja, allein so eine Pumpe kostet 10.000 Euro. Kostet allein die Pumpe, auf der die Kameras waren 10.000 Euro. Dann gab es für jede Sendung 3, 4 Kameramänner. Ja. Die hatten mal einen Tisch. Kameramänner! Weil, wisst ihr, was das für ein Luxus ist? Dass ein Kameramann zu dir rankommt mit der Kamera und es ist scharf und du musst einfach nur das Ding so hoch halt irgendwo hin. Ja. Aber das war auch nice. Das war nice, das hatte eine geile Bildsprache und so. Ja? Und die haben dann irgendwann auch eine eigene Präsentation. Die Studiokomplexe, das war allein die Grundstücke, was das da alles gekostet hat. Dann gab es riesengroße Marketing-Sales-Abteilungen und so weiter. Also da wurde natürlich auch sehr viel Geld ausgegeben, die ganzen Lokalstudios. Ja? Giga hatte ja damals Lokalstudios in, glaube ich, fast jedem Bundesland. Das brauchten sie, damit sie quasi die Kabellizenzen nicht verlieren in diesem Land. Also haben sie da irgendwie so pseudomäßige Ecken eingerichtet, wo dann Leute irgendwelches Programm gemacht haben. Das waren dann aber auch alles da junge, enthusiastische Leute. Da kommt Dennis Richtarski her. Von Giga Bremen. Oder? Hannover, glaube ich, erst. Oder Bremen, Hannover, ich weiß. Jedenfalls da waren dann nämlich auch enthusiastische junge Leute und die haben diese Chance nicht nur, die wollten nicht einfach nur da sitzen wie an der Bahnschranke und die Schranke holen, sondern die haben halt auch coolen Shit gemacht. Mhm. Und plötzlich, da sind ganz viele Leute sind dann von dort auch irgendwie dann in die Hauptsendung gekommen und so. Also das war schon auch ein teurer Kostenapparat, muss man sagen. Ich glaube, zu Höchstzeiten, das habe ich mal gehört, also ich glaube, die maximale Anzahl, die Giga jemals erreicht hat, den Mitarbeitern war 300 oder 280. Ich meine, echt? Ja, so viel? Einmal und dann kam ja dann irgendwann der Wechsel, das wurde Giga Games gesplittet, das Giga Green wurde nach Berlin geschickt, also das war ja so um die 2000. Ja, das war, als Sky gekauft hat. 2005 war das, glaube ich, nee, 2005, 2006. Das war, als ja, Sky genau, Giga gekauft hat, dann haben sie das so. Ja, aber du hast es gerade auch gesagt, wir versuchen ja auch die positiven Sachen hier in unser eigenes Gerüst irgendwie auch rüberzuziehen. Und du hast vorhin was sehr, sehr Krasses gesagt, jetzt wird es ein bisschen ernst fast schon, aber hätten sie damals doch das Internet erkannt. Und wir selber haben jetzt diesen Sender gegründet. Ja, aber wir selbst haben es ja auch nicht erkannt. Ja, und das ist halt etwas, wo du hättest auch Facebook gründen können, ne? Jeder von uns. Du halt Tinder. Ja. Du hast Tinder, ich hatte schon die Idee vor für Tinder lange, Jahren lange, aber ja, aber Ideen sind ja Open Source. Ideen hat exakt jeder, Ideen sind nichts wert. Ja. Ja. Werbung ist was wert. Ah ja, kommt drauf an. Wir gucken. Ja, mal gucken. Herzlich willkommen zurück zur 300. Folge Almost Daily. Eure fast tägliche Talkrunde am goldenen Tisch, der nicht immer Gold war. Stimmt. Der war mal braun. Das ist echt, der ist schon so lange Gold. Haben wir ihn abgeschnalzt. Und hier hat schon wieder einer. Und ich habe ihn alleine gestrichen. Seit wann haben wir eigentlich einen goldenen Tisch? Folge 200 oder 100 oder 200? Es muss 100 sein, das ist schon so lange her, wo wir noch draußen hier im Hof das Ding abgeschliffen haben. Da habe ich zum ersten Mal gemerkt, fuck, das ist richtig viel Arbeit, so einen Tisch abzuschleifen. Ja, aber es war auch einfach eine beschissene Schleifmaschine. Kann sein. Also ich behaupte einfach mal, es gibt da bessere Gerätschaften als die, die wir... Ich hätte auch nicht gedacht, dass das so fucking nervig ist. Ey, ein für mich Magic Moment Almost Daily ist die Webvideopreis-Intro-Moderation. Weil das ist ja der Gedanke, das war ja ultra stressig, irgendwie 2, 3 Wochen vorher noch einen Anruf bekommen, ey, könntet ihr den schnell moderieren oder nicht? Und dann haben wir ja gemeinsam dann diese Idee entwickelt, wie wäre es denn, wenn wir das Almost Daily Setting als Grundidee nehmen? Das war krass, also da weiß ich noch so, wie wir das geprobt haben, es war mega stressig, wir hatten noch diese Fußballnummer vorher. Ach, das war alles total Dampf und dann echt in diesem schwarzen Kessel, überall krasse Kameras, aber trotzdem saßen wir wieder am Tisch. Also das fand ich ganz lustig. Also das ist etwas, was ich sehr tief mit Almost Daily verbinde. Ja, das war wirklich krass, dieser Webvideopreis, als wir den moderiert haben, dass wir da hingekommen sind, direkt, nicht ins Hotel, sondern direkt da zu dieser Venue, geprobt, geschrieben, darüber diskutiert, dann hieß es irgendwann, ja, ihr müsst jetzt noch ein fucking Fußballmatch, was irgendwie 2 Stunden von hier ist, moderieren.
Ihr werdet jetzt abgeholt. Mhm. Was jetzt? Wir haben morgen fucking Webvideopreisen müssen. Wir wissen noch nicht mal, was wir da sagen sollen. Ja, alles klar, ist aber so, müssen wir machen. Wer war das? Du und ich? Mhm. Und du nicht? Nee, Simon und ich waren noch, sind geblieben. Wir haben noch an den Text gearbeitet. Genau, ihr habt beide mit den Autoren noch an den Text gearbeitet. Ja. Budi und ich wurden abgeholt, sind dann da hingefahren, haben dann dieses Fußballspiel moderiert, sind dann Christoph wieder zurück. Christoph Metzelder, Alter. Das Tier. Genau, mit Christoph Metzelder und so. Was auch cool war, es hat auch Spaß gemacht. Mega Spaß, war echt aber war ein schönes Event. Ja. Und dann, weiß ich noch, sind wir wieder zurück zu der Venue, haben weiter an den Dingern gearbeitet. Und dann sind wir zum Hotel. Und dann sind wir zum fucking Hotel und dann das war irgendwie um drei Uhr morgens oder um 4 Uhr morgens kommt irgendein verschrobelter Hotelmanager da an, wirklich wie bei fucking Psycho, und kommt an, macht die Tür auf und fragt, was wollen wir? So nach, das war schon komisch, weil normalerweise denkst du, okay, da fehlen noch 4 Leute, die kommen, das sind die offensichtlich. Und er so, was wollen sie? Wir so, ja, wir haben reserviert. Und das Erste, was er sagt, ist, nee, haben sie nicht. Und wir so, ey, doch, haben wir aber ja doch. Oh Gott, ich erinnere mich. Und dann wollte er uns nicht reinlassen. Ach Gott, ja, der war richtig. Ich habe eine schlechte Bewertung hinterlassen, was ich, glaube ich, dreimal in meinem Leben gemacht habe, weil der so scheiße war. Und der Typ war ja völlig überfordert mit der Situation. Er war irgendwie schwerhörig, hat es auch nicht so richtig gerafft und hat angeblich keine Unterlagen gefunden, wo das reserviert war auf uns, und hat uns dann auch noch verkauft als Güte sozusagen irgendwelche Kellerräume, wo ich eine Kakerlake in meiner Hose gesammelt habe, die ich am nächsten Morgen beim Essen im Frühstück kratzt mich am Bein. Ja, beim Essen. Ja, genau. Und ich drück da, was ist denn, was juckt mich da? Drück da drauf rum und plötzlich fällt mir eine dicke Kakerlake aus meinem Hosenbein runter. Ich erinnere mich. Und ich, wenn ich da jetzt noch. Living the fancy life. Ja, das war echt scheiße. Ne? Und das war. Den Anzug auf die Bühne. Genau. Und dann, das war alles vor der Moderation. Das war alles dein Anzug noch crazy. weil der weggenommen wurde. 5 Minuten vor dem Start fehlt plötzlich die Hälfte meines Anzugs, mein Sakko. Und ich bin völlig ausgerastet. Ich denke, ey, hat irgendwer was gesehen? Habe ich einen Sakko gesehen? Habe das genommen? Habe schon gemerkt, scheiße, ist nicht meins. Da ist was in der Tasche, ist nicht meins. Habe trotzdem noch mal versucht, so zu tun, als wäre es meins. Dann stellt sich heraus, war deins. Und dann hatte ich wieder keins. Wie durch ein Wunder stellte sich hier raus. Nein, das war ja so. Ich dachte, es fällt vielleicht nicht auf. Nein, aber das ist genau das meinte ich vorhin mit Beef. So lief das bei der Folge auch. Du kommst zu mir und du weißt genau, was passiert, aber kommst mit einem unschuldigen Ding rein. Ich sitze in der Maske, du kommst so in diese Maske rein und sagst, du, Nils, dein Jackett ist übrigens weg. Während du meins anhast und du weißt genau, das ist nicht deins. Und ich hatte halt durch Zufall noch irgendwie Shit von mir in der Innentasche und dadurch konnte ich das dann. Man muss dazu sagen, dass ihr auch tatsächlich alle die gleichen Anzüge hatten. Ja. Ja. Aber ey, das war auch einfach eine mega Stresssituation. Ja. Wie bei der Zombie-Apokalypse. Also, wenn der Webvideopreis die Zombie-Apokalypse wäre und die Jackets Waffen, dann würde exakt die gleiche Situation. Aber man hätte dann eigentlich, ich weiß gar nicht, warum wir nicht auf die Idee kommen, es gibt ja so Videos, wo, weiß ich nicht, Kinder Krebs haben und die Chemo machen und sich die Haare ausfallen und dann die Eltern auch. Da gab es neulich ein Video, da hat so ein Kind hat wegen einer Operation so eine Narbe und da hat der Vater sich diese Narbe, die es genau durchs Gesicht geht, hat sich ins Gesicht tätowieren lassen, um sich solidarisch mit seinem Sohn zu erklären. Und dann hätten wir eigentlich, das ist jetzt ein bisschen eine traurige Metapher, aber wenn du das Sakko nicht gefunden hättest, hätten wir quasi alles Sakko ausziehen müssen. Hätten wir wiederum nie getan, glaube ich. Genau. Aber hätten wir machen müssen, damit es nicht auffällt, damit es aussieht wie ein, weil wie hätte das denn auf der Bühne ausgesehen, wenn 3 Leute ein Sakko haben und einer nicht, dann sieht es so aus, als ob einer es vergessen hat. Nils hat seinen Sakko verloren. Ja. Und dann wäre dein Sakko, es hätte dann direkt neben der Bühne gelegen. Dann hättest du, oh, hier ist mein Sack, hättest du schnell angezogen. Und wir anderen Vorhang auf. Und wir hätten dann da so da gestanden. Und du was hier einfach für ein Bild von mir hat. Das ist schon traurig. Das Schöne ist, dass das einer der, also wir wissen bis heute nicht, wer mein Sakko aus Versehen hat. Aber er ist auf jeden Fall jemand, der eng mit uns war und eigentlich wahrscheinlich entweder, er muss aus Versehen das Ding genommen haben. Und dann hat er gemerkt, oh shit, voll die Panik. Er wollte nicht den Ärger auf sich lenken und hat es deswegen gefunden irgendwo. Denkst du, ey, 1 Minute vor dem Start, ja. Also, das war echt. Nee, muss ich auch nie wieder machen. Muss ich nie wieder machen, sowas. Aber dafür hat es doch eigentlich alles ganz gut gemacht. Und im Nachhinein ist das auch wieder so eine Story, wo man sagt, so, ey, alles halb so schlimm. Haben wir. Ja, aber genau diesen Kopfstress, diesen Druck braucht man sich eigentlich, finde ich, nicht. Nee, aber das, also ich verbinde diese Moderation und explizit diesen Anfang schon sehr deutlich mit Almost Daily, aber der war ja wiederum durchinszeniert. Da saßen fucking 2000 Leute im Publikum und Licht geht an und wir müssen ganz deutlich beim Text bleiben. Wir haben da super hart dran gefeilt, wir haben die Gags auch verteilt. Und LeFloid hat schon bei den Proben
zu jedem Gag gelacht und später aber auch nochmal. Mhm. Professionell. Ist professionell und ich weiß es auch sehr zu schätzen, weil selbst bei Proben hilft es total, wenn einer auf die Gags reagiert. So, es war wirklich ein cooler Dude. Ich weiß noch, wir hatten, da waren ja bei den Proben waren ja überall diese Namensschilder oder Gesichts. Es waren, glaube ich, nur so Namensschilder, wo wer sitzt. Und dann hieß es ja, wir machen irgendwie in der einen, machen wir so einen Gag, wo ich zu irgendeiner Beauty-Bloggerin gehe. Und ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Melina Sophie. Genau, Melina und ich sollte irgendeinen Gag mit Melina Sophie machen und ich kenne die überhaupt nicht. Und ich wusste auch nicht, wie die aussieht. Aber halt bei der Probe war halt ihr fucking Namensschild. Und dann in der Live-Situation gehe ich dann halt so hin an diese Stelle und da sitzen halt drei Mädels, die alle drei Beauty-Bloggerinnen waren. Und ich wusste nicht, welche von den dreien Melina ist. Und keiner der Gag war halt für sie halt zugeschnitten. Und durch Glück habe ich halt, es war einfach nur fucking Glück, dass ich die richtige ausgesucht habe. Und ich habe wirklich auf dem, ihr kennt das, ne, wenn man moderiert, und aber die, man redet so den Text, den man irgendwie auswendig gelernt hat, und der Kopf arbeitet. Und der Kopf scannt und arbeitet. Und wirklich so bin ich so hingegangen und wusste, der Gag, das ist wie so ein Videospiel, der Gag kommt immer näher. Der kommt so langsam auf dich zu und du musst eine Lösung. Du musst eine fucking Lösung für dieses Problem finden. Und ich habe schon in meinem Kopf durchgespielt, wie das ist, wenn ich dann sage, sorry, natürlich, du bist. Es war so unangenehm. Ja, Gott sei Dank, das ist super unangenehm. Und dann habe ich es mit YTD verkackt am Ende. Aber egal. Das mag ich. Mag ich an Almost Daily, weil hier sind wir halt auch für uns. Also ohne Druck. Es kriegt keiner mit. Ohne 2000 Leute. Was lachst du denn hier schon wieder? Hier sind wir unter uns. Weil die Fernsehsendung die Definition von nicht unter uns ist. Ja, aber trotzdem, es ist doch, da haben wir halt da haben wir ganz viele Beispiele. Jetzt reden wir auch einfach frei raus. Das, was Obwohl wir halt seit 13, 14, 15 Sachen Jahre gemerkt haben. Ja, da werden wir auch niemals drauf kommen. Also, aber, nee, in 4 Minuten nicht mehr. Das ist trotzdem doch einfach eine komplett andere Ebene als jetzt natürlich das Almost Daily auf der scheiß Bühne mit 2000 Leuten. Also, ich habe nicht das Gefühl, dass wir irgendwie inszenatorisch uns irgendwas vor. Also, ja, wir haben uns eine Idee, aber müssen wir ja nicht drauf eingehen. Könnten wir. Müssen wir aber nicht. Und das mag ich an Almost Daily. Das wollte ich nur sagen. Ja. Ich mag an Almost Daily, dass man nie weiß, was man kriegt, weil wir alles gemacht haben von irgendwelchen ernsten Themen, die aus tiefster Seele geschürft wurden, längst vergessen und von Schichten der Zeit überlagert, bis hin zu völligem Schwachsinn, der auch wahrscheinlich nur semi-wertvoll ist, manchmal mehr, manchmal weniger. Oder wir spielen irgendwelche Spiele oder so. Und ich finde es irgendwie gut, dass man schaltet Almost Daily, man weiß nicht, wer da ist mittlerweile, man weiß nicht, was einen erwartet. Ich mag bei Almost Daily, dass man auch nie so genau weiß, wie die Stimmung der Einzelnen ist. Und wir kennen uns jetzt natürlich auch alle schon sehr gut und wissen auch immer so, aber es gibt halt Momente, da weiß ich genau, okay, Budi ist mega abgefuckt und dementsprechend wird er auch dann reagieren oder Sachen sagen. Oder Simon hat, weiß und ich nicht. Alle drei fangen an drauf rum. Ja, genau, aber so gibt's. Oder Nils ist gestresst. Wenn Nils gestresst ist, dann macht er nur Quatsch. Und dann kann ich kein ernsthaftes Gespräch führen, aber muss mir irgendwas anhören vom Gnu auf dem Mars oder so. Oder Simon hat gerade. Also egal, jeder hat so seine Eigenschaften. Und ich finde es immer spannend, dass ich nie so richtig weiß, welchen Nils oder welchen Simon. Jetzt wirft er den. Oh ja. Nee, bitte, ey, und Scheiß, mach den aber jetzt nicht kaputt oder so, ne? Was? Ich brauch den noch. Mach den auch nicht kaputt. Das finde ich schön. Ja. Gibt's auch was du magst? Booty-Kopf mag ich sehr. Das ist schön. Das ist die bessere Booty. Oh, wenn das. Wenn das so ein Dankeschön. Gebäck wäre oder so, was du beim Bäcker alles kaufen kannst. Alles Gute. Ich hätte gerne einen Booty-Kopf. Ein Booty-Kopf. Ja, also als, oh, da ist du kriegst sorry, einen. Ey, ausverkauft. Du kriegst ganz einen. Ehrlich, wenn ihr da draußen irgendeiner von euch eine Bäckerei hat, Alter, nee. dann bitte doch ganz ehrlich, dann stellt doch einfach mal den Booty-Kopf her. Ihr könnt da ja auch reinmachen, was ihr wollt oder so. Das will ich gar nicht vorschreiben. Es sollte halt schon ein bisschen so auch dann so aussehen. Und dann guckt doch einfach mal, ob irgendwelche Leute bei euch in die Bäckerei gehen und sagen, ich hätte gerne den Booty-Kopf. Ey, wisst ihr eigentlich, wie unglaublich absurd es ist, einen Booty-Kopf zu haben, als ich? Also das ist total absurd. Ja, man könnte ihn sogar einspielen jetzt. Ja, Hauke hat halt auch so einen Kopf, aber trotzdem, das ist so das ist mega absurd. Oder was hältst du davon, wenn man daraus einen Deo-Roller einspiele. Macht? Auf dem Booty-Knopf. Ein Deo-Roller, wo quasi hier oben, das ist so dann die feuchte Seite. Und dann können die Leute morgens immer... Mit echtem Haar oder nicht? Also, weil dann ich finde, das ist eine unglaubliche Auszeichnung, eine Büste von sich zu haben. Echt? Das haben wirklich, wer hat das? Aristoteles? Platon?
Ronaldo. Budi. Budimann. Und Ronaldo, ja. Eine Bronzestatue. Gobi. Gobi? Die Büste Gobi. Ist gut. Ich glaube, ihnen geht's nicht so gut. Ja. Doch, war gut. Also war tatsächlich wir haben jetzt eigentlich noch ein kurzes Thema und das wären die Top 5. Ich habe keine Top 5. Okay, weil ich mich ja nicht schnell erinnern kann. Aber ihr habt auf jeden Fall ein bisschen was aufgeschrieben. Eure Top 5 Moments, eure Top 5 Moments aus drei Jahrhunderten Almost Daily. Wer will anfangen? Budi, was hast du denn da? Ja, okay, ich fange mit dem, ich muss die Reihenfolge ändern. Auf Platz 5, Sex. Das Almost Daily Sex in Gänze. Das war ein super intensives Gespräch. Ich weiß nicht, welche Folge der Nummer das hat, aber das war so tief und so ehrlich und so offen, haben wir, glaube ich, noch nie über das Thema Sex gesprochen. Dann fand ich Feierabend, also ein relativ junges Almost Daily, fand ich wirklich sehr besonders, weil wir da einfach nochmal in einer sehr krassen Drucksituation einfach... Das war auch eine gute Konstellation. Ja, auch. Dann die Zombie-Apokalypse, auch in Gänze. Das hat ganz viele Highlights für mich, ganz viele Top-Momente, weil das auch so tiefenpsychologisch. Wir hatten halt so eine Meta-Ebene, die wir auch mit reingeführt haben. Dann Döler-Monolog auf der Gamescom, das Ende, wo er eigentlich das Ende der Menschheit vorskizziert hat. Das war ein sehr abgefahrener Monolog, der dann irgendwie doch. Aber das war ja ein Almost Döli. Ja, stimmt. Und Platz Nummer 1 für mich, Familienoberhaupt Vogel, nach wie vor. Nach wie vor. Das ist so ein ehrliches, ich gucke mir Trant immer noch an, wenn er einfach menschlich abbricht. So. Ja, ich habe auch Zombie-Apokalypse im speziellen Simons Eisburg in Norwegen mit Laser-Turrets. Im Kontrast dazu, dass ich nicht mal meine Wohnung verlassen durfte. diese beiden. Weil ich eben früher davon Kenntnis hätte. Alles eine Frage von Antizipation. Genau, also das fand ich echt cool. Alles, was ich in Erinnerung habe, dass du krampfhaft in deiner Wohnung bleiben wolltest und alle zu dir kommen sollten, das war, glaube ich, dein Plan für die Zombie-Apokalypse. Nee, das war der Plan für den Abend. Nein, das ist einfach real life. Ja, das hat mich, glaube ich, so geärgert, dass du original selbst in der Zombie-Apokalypse den leichtesten Weg nimmst. Das ist original Nils in Köln, wo wir 500 Meter auseinander wohnen. Ey, willst du noch rüberkommen, PS spielen? Ich so, oh ja, willst du nicht rüberkommen? Oh ja, nee, dann spiel ich alleine. Tut ihm in dem Moment schon leid, dass er angerufen hat. Ja, okay, ich komm. Absurderweise ist es in Battlegrounds genauso. Wenn wir jetzt Battlegrounds spielen, ist so, ja, lass mal hier verschanzen, lass mal. Warum bin ich jetzt aber... Ja, nein, ich verstehe das auch nicht. Ich find das auch nicht gut. Ich finde das nicht gut. Okay, was hast du noch? Also, Zombie-Apokalypse. Ich habe dann Familienoberhauptvogel, glaube ich, auch wobei es gab einige Familienoberhauptmomente, aber das war natürlich so ein bisschen der Urmoment. Sex habe ich auch. Hast du nicht? Aufgeschrieben. Gut. Und Diarrhoe ist für mich auch ganz oben dabei, habe ich ja schon gesagt. Und jetzt dieser Moment mit euch. Natürlich, der ist auch sehr schön. Oh. Simon. Top 7 bei mir ist natürlich Tiere, Tode, Depression. Ah, das war noch da was mit Tieren und da ging es viel um Tiere und es war aber auch echt, das war irgendwie, ich habe das irgendwie, ich weiß nichts mehr darüber. Ich weiß nur, dass ich es irgendwie cool fand und es war eine schöne Sendung. Da ist man mit einem ganz gut, das war wie so ein therapeutisches Gespräch. Ja. Man ist danach so, irgendwie hat man sich ganz gut gefühlt, das mal rausgelassen zu haben. Das stimmt. Nee, aber es hat auch einen gewissen Punkt markiert, weil da bist du auch so vollkommen offen mit dem Thema umgegangen. Und das tat allen, also alle waren auf, wir intern waren so ein bisschen einfach nur baff. Ich weiß es gar nicht. War ihr überhaupt dabei? Ja, ich war dabei. oder war ich dabei? Also Ian war dabei. Bruder war dabei. Ian war dabei, aber ihr seht euch ähnlich. Aber vielleicht meinst du das Almost Daily, wo wir über Ängste geredet haben. Vielleicht war es das. Das kann auch sein, Dann habe ich Almost Döli. Da habe ich den Piloten, weil diese iPhone-Geschichte, wie mein iPhone in der Waschmaschine vor mir sich drehte. Ich musste jedes Mal, wenn ich an das Almost Daily denke, denke ich an diesen Moment. Und dann muss ich immer lachen, weil es einfach so geil ist. Und es war ein Moment, der nur mir gehörte und meiner Waschmaschine und dem iPhone. Tiere und Dinge, die kacken. Nee, Tiere, Tote, Depression. Das hatte ich auch meine Liste. Das Thumbnail ist tatsächlich Tiere und Dinge, die kacken. Aber die YouTube-Überschrift ist Tiere, Tote, Depression. Ah, ich glaube, Dinge, die kacken, weil das ist Nils, Ian, Dennis und Simon. Mhm. Und ist Almost Daily Nummer 20 und hat mittlerweile 180.000 Klicks. Ja, die alten, gerade die frühen, kriegen natürlich nach und nach dann auch noch Klicks. Dann
Hatte ich mal eins, wo ich mega verkatert war. Morgens um 11 hatte ich ein Almost Daily mit Lars und Florentin, mit denen ich beide zu dem Zeitpunkt noch nicht so die Connection hatte, dass ich das Gefühl hatte, das ist so einfach Buddy-Ebene, so wie bei uns. Mittlerweile ist es natürlich anders. Und ich weiß nicht, wie schlimm das war, weil ich gucke sie so aus meinen rot und halboffenen Augen an und hoffe aber nur, dass meine Sätze irgendwie Sinn ergeben. Und wir haben irgendwie über die Content-Evaluation geredet, über 1000 Sachen. Und ich war kurz vorher, am Abend vorher war ich bei Wir müssen reden und danach haben wir da noch weiter getrunken. Das war noch die Phase, wo wir alle noch Zeit und Lust hatten und das noch nicht so eskaliert ist. Und dann ist es aber an dem Abend eskaliert und es war ein furchtbarer Morgen. Und dann Almost Daily aufnehmen, es war wirklich nicht zu fassen. Dass ich kann mir das heute, glaube ich, nicht angucken. Bundeswehr hat mir sehr Spaß gemacht, weil ich nie Bundeswehr war, sondern Zivi. Und die Geschichten, die der teilweise die Wirt und Schröckert und Koda abgeben, ist einfach teilweise ist einfach Gold wert. Auch Zombie-Apokalypse auf der 2. Auch wenn ich ja gehatet wurde ohne Ende. Ich weiß noch genau, dass auch, da war ich auch noch ein bisschen anstrengender, das weiß ich selbst. Oh, da kann ich nicht. Da war ich noch anstrengender. Erinnerst du dich an das Wer bin ich, wo du Robin warst? Das kann ich. Da warst du hardcore, Alter. Da hast du alle fertig gemacht, weil du bist nicht auf Robin gekommen und guckst dir einfach nochmal an. Ach, von Batman und Robin. Ja, ja. Und warst so sauer, weil du meinst, es gibt so viele unterschiedliche Robins. Du bist aber auf gar keinen Robin gekommen. Es gibt einen Grund, warum ich bei Almost Playly nicht dabei bin. Ja, das war so geil, weil du hast das Superhelden-Universum so umgeballert, um Batman rum, um alle rum. Nur halt auf fucking Robin bist du nicht gekommen. Ja. Und warst am Ende wahrscheinlich auch so sauer, dass du halt nicht auf alle gekommen bist, nur auf den nicht. Das waren die Zeiten noch, wo ich noch leichter sauer wurde. Das stimmt. Es ist schön, dass es die ist so. Nicht mehr ist so. Da sind. Man wird ruhiger. Ja. Sie sind da, aber sie sind unter der Oberfläche. Schwelt es. Manchmal siehst du, wie die so rauspöppeln aus seinem und haust unter der so Haut kurz wieder rein. So. Ja, ja. Ey, man muss auch dazu stehen, wenn man, also gerade bei Zombie-Apokalypse habe ich. Der Witz ist, dass ich mir diese Dinge natürlich dann angucke und auch denke, ja, warst du wirklich ein Arsch? Du hast den Nils nicht mehr aus seiner fucking Wohnung rausgelassen. Kein Wunder, dass die dich alle haten. Wenn ich dann aber in dem Moment war, dachte ich, warum? Ich habe dieses blöde World War Z gelesen. Warum hören die mir alle nicht zu? Ich habe doch die Infos hier in diesem Buch. Und also zwei Herzenschläge in einer Brust. Und man merkt, ja, beim nächsten Mal muss man sich benehmen. Und so lerne ich dann auch. Ich habe mich noch nie daneben genommen. Ja, das ist ja okay. Du bist ja auch perfekt. Nee. So. Insofern, warum, was sollst du ändern? Das Feedback mit den Zuschauern seit 300 Almost Dailies hat mich auf jeden Fall nachhaltig geprägt. So. Ja. Positiv, negativ, weiß ich nicht. Absolut. Das, den Erziehungsberechtigten, sozusagen der Chat. Oder der naja, die, halt einem, ja, die halten einem natürlich schon auch den Spiegel vor. Man muss es natürlich auch mit Vorsicht gerne genießen. Aber das Ding ist halt, wenn irgendwie 20, 30, 40.000 Leute was gucken, an denen kannst du halt schlecht irgendwas vorbeischmuggeln. So in einer kleineren Konstellation kann man vielleicht auch, weil die Leute sagen, ja komm, ist mir jetzt scheißegal oder so, aber bei 40.000, da gibt es halt doch welche, die sagen, das hat er aber so nicht gesagt. Wenn einer schreibt, ey, Simon ist so ein Arschloch und dann irgendwie 500 Likes, dann musst du halt irgendwie damit leben, dass du wahrscheinlich in diesem Video wirklich ein Arschloch bist. So. Naja. Aber bin ich, nein, nur als Beispiel jetzt. Ja, das war's. Ich habe noch Top 1 immer, wenn ich vorne am Tischkopf sitze, aber das habe ich als erstes geschrieben, weil mir nichts eingefallen ist. Aber in Wirklichkeit ist mir das eigentlich egal. Aber ich finde es immer schön, wenn ich da sitze. Es gibt einem ein Gefühl von Macht und Kompetenz. Weißt du, das Gute ist, man muss nicht so abliefern, weil man ist automatisch derjenige, der eher vermittelt und muss nicht dauernd irgendwas haben, weil ich kann einfach sagen, so, mich fällt nichts ein. Ah, du hast, Nils. Apropos, du hast bei der Zombie-Apokalypse gar nichts gesagt, oder? Wenig. Also wirklich, ich hab ein klares Bild von dir, ein klares Bild von dir, ich habe ein klares Bild von dem, was ich euch versucht habe zu erklären und ich nicht dazu gekommen bin. Ich glaube, ich habe nur darüber, hab ich gar kein, ich habe ein bisschen über deinen Obstgarten geschimpft. Oder ich glaube auch, du hast einfach du wolltest anbauen. Halt. Ja, genau. Natürlich. Oh, weil Gott, oh Gott. Aber ja, ist ja auch smart. Aber du hast nur gemeckert, anstatt selber mal einen Vorschlag zu machen. Nicht nur gemeckert. Ich sehe meine Rolle bei Almost Daily als Vermittler, ja, als Beförderer, als Mediator. Ich will aus euch die besten Geschichten rauskitzeln. Ich bin, wisst ihr, ich muss nicht immer im Mittelpunkt stehen. Ich kann mich auch manchmal zurücknehmen und einfach euch glänzen lassen. Als shine, my little darling. Als ich eben mich aus Versehen dahingesetzt habe, kam ich so instant weg da. Genau, nein, mit der Bewegung, nein, dem Geräusch aus. Das stimmt nicht. Ich hab dir sanft in die Rippe gepiekst und gesagt, ich glaube nicht, dass du hier sitzt. Girls, hast du dir das verdient? Hast du dir das wirklich verdient? Ja, okay, das war's jetzt. Wir haben ein bisschen überzogen, aber ich denke, bei der 300. Ausgabe ist das auch erlaubt. Das war's mit Almost Daily 300. Ich habe keine Top 5, weil ich kein Gehirn habe, das weißt du doch. Ich kann mich an nichts erinnern, aber es waren 300 tolle Folgen. Alle 300 waren meine Lieblingsfolgen. Und wer sie nicht kennt, der sollte sie alle nachholen. Und zwar jetzt sofort. Das war's. Wir sind raus. Tschüss. Tschüss.